Der grüne Pass, der soll also doch nicht via E-Card kommen. Zu groß sollen die Sicherheitsbedenken gewesen sein. Unter anderem davor gewarnt hat auch der Verein für Datenschutz Epicenter Works. Und dazu begrüße ich jetzt Nina Spurny, die Communications Managerin von Epicenter Works. Vielen Dank. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Spurny, die Frage jetzt an Sie. Jetzt berichtet FutureZone eben darüber, dass das Gesundheitsministerium sich dazu entschieden haben soll, offensichtlich jetzt nicht via E-Card den grünen Pass einsetzen zu wollen. Sie haben davor gewarnt, Sie haben das auch kritisiert, dass man das macht. Sind Sie jetzt mit dieser Entscheidung, wenn sie denn auch tatsächlich dann so kommt, sind Sie damit zufrieden? Wie Sie schon erwähnt haben, wurde eben heute aus dem Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass die Lösung mit der E-Card vorerst auf Eis gelegt wird. Wir freuen uns, dass sich die Regierung eines Besseren belehren hat lassen und hier noch einmal die Kurve gekratzt hat. Aber das vorgeschlagene E-Card-System sollte gänzlich eingestampft werden und auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus der Schublade geholt werden. Das ist uns total wichtig und das sehen wir als sehr zentral für einen Covid-Pass, der unsere Privatsphäre und diese Sicherheitslücken nicht weiterhin inhärent hat. Darüber hinaus wollen wir auch an die Regierung appellieren, sich endlich die Prüfung des Covid-Statuses an einer zentralen Stelle aus dem Kopf zu schlagen. Weil diese Überprüfung an einer zentralen Stelle birgt so ein großes Potenzial für Überwachung, dass wir der Meinung sind, dass man da gänzlich davon absehen sollte. Mit der Forderung sind wir nicht allein. Das forderten, um nur ein paar zu nennen, auch zum Beispiel der Datenschutzrat, die Bioethikkommission, die Fachabteilung der Wirtschaftskammer und die Ärztekammer. Das Problem mit der zentralen Prüfung besteht aber nicht nur bei der E-Card, sondern das Problem besteht auch bei den QR-Codes. Und deswegen appellieren wir inständigst an die Regierung, bitte endlich Abstand von der zentralen Überprüfung an zentraler Stelle zu nehmen. Zu dieser zentralen Stelle möchte ich dann gern später auch noch mit Ihnen kommen. Noch eine Frage bei den E-Cards, die da das Problem gewesen sein sollen. Wo wäre denn da das Problem gewesen aus Ihrer Sicht? Es ist um die Zahlen gegangen. Die Card hätte ja abfotografiert werden sollen. Wo haben Sie hier Datenschutzprobleme gesehen? Also wie Sie schon sagen, es geht bei der E-Card darum, um die Kartennummer der Rückseite auf der E-Card. Ja? Das allein soll schon ein möglicher Schlüssel für die Abfrage eines Covid-Statuses einer Person sein. Man nimmt beispielshaft, ja, man möchte nun zum Beispiel in ein Gasthaus gehen, dann kann diese Kartennummer der E-Card in einer Web-App namens Greencheck gescannt werden und die prüfende Person bekommt dann den Namen sowie das Geburtsdatum angezeigt und ob die um Einlass bittende Person grün oder rot ist und somit der Einlass gewährt oder verwehrt wird. Gut, was ist dann das Problem? Ja? Angenommen, jemand macht ein Foto der E-Card. Dann kann man den Status der Person jederzeit erneut abfragen, auch zu einem späteren Zeitpunkt, weil ich habe ja das Foto und somit auch die Kartennummer. Das birgt Gefahren für Stalking und Erpressung. Und außerdem reicht die Kartennummer alleine, um Name, Geburtsdatum und Covid-Status einer Person abzufragen. Das heißt, wenn ich im Wissen der Kartennummer bin, dann muss ich gar nicht die E-Card sehen, um dann das System abzufragen. Ja? Das bedeutet, das System ist daher anfällig für ein massenhaftes und automatisiertes Abrufen der Daten aller sozialversicherten Personen in Österreich. Selbst wenn die Kartennummer der E-Card zufällig vergeben werden, wäre es möglich, die Covid-Nachweise aller Sozialversicherten innerhalb eines Monats kopiert zu haben. Wenn man dann auch noch ein Botnet verwendet, was bei Kriminellen, die sehr gerne viel Energie in die Sache stecken, angewendet wird, wäre es sogar nur eine Sache von wenigen Tagen. Und zur Erinnerung, wir reden hier von extrem sensiblen Gesundheitsdaten, die besonders schützenswert sind und das von der gesamten österreichischen Bevölkerung. Diese Greencheck-App, die Sie angesprochen haben, ist das jetzt dann diese App, die dann schlussendlich zum Einsatz kommen soll, in den Friseursalons und in den anderen Bereichen, wo man eben dann Eintritt erhalten soll durch diese Auszeichnung? Gibt es da schon genügend Infos auch für Datenschutzrechtler? Also bei dem, was uns vorliegt, sieht es so aus, als wäre diese Greencheck-App, von der ich vorher gesprochen habe, das Mittel, wohin dann der Eintritt für die Bevölkerung von Personen wieder ermöglicht werden soll in Gasthäusern, Religionsstätten und überall dort, wo Eintrittstests oder Nachweise erforderlich sind. Mhm. Und da gibt es noch nicht genügend auch Hinweise, inwiefern diese App jetzt ausgestaltet ist oder schon? Das ist prinzipiell leider ein Problem an der grünen Passgeschichte in Österreich, weil im Gegensatz zur EU
die ja auch einerseits den dezentralen Ansatz verfolgt, eben dass nicht an zentraler Stelle alle gesamten Daten abzurufen sind, sondern dezentral, verfolgt die EU auch ein sehr löbliches Beispiel, nämlich sie erstellen, die Entwicklung des Systems ist Open Source. Das heißt, jeder kann einsehen, wie das System entwickelt wird, auf was dann zugegriffen wird und was überhaupt passiert. Das würden wir uns für das österreichische System auch sehr wünschen und wir hoffen, dass sich Österreich von der EU da eine Scheibe abschneiden wird, damit auch endlich wirklich klar wird, um was es geht und dass man auch wirklich einen Einblick hat und dass das transparent ist, gerade wenn es um so sensible Daten geht wie Gesundheitsdaten der gesamten österreichischen Bevölkerung. Wenn Sie von dezentral sprechen, meinen Sie, das ist dann am Handy selbst jeweils gespeichert und nicht im Bundesrechenzentrum an sich jetzt? Oder wie müssen wir das verstehen, weil Sie eben vorhin auch diese zentrale Sammlung auch kritisiert haben? Genau, beispielhaft. Das System der EU sieht eine Überprüfung an den Endgeräten, also an den Smartphones der Bevölkerung vor, während der Green Check eine zentrale Abfrage vorsieht und die Daten liegen auf einer Website der Verwaltung und nicht quasi auf den Endgeräten der Userinnen oder der Bevölkerung. Das möchte ich damit ausdrücken. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die EU-Ebene, also dieses EU-Zertifikat, das dann kommen soll im Sommer mit jetzt, man spricht eingeführt dann Anfang Juli. Inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt auch von der Version, die in Österreich jetzt momentan geplant ist? Wie vorher schon angesprochen, geht die EU da einen dezentralen Weg und möchte eine dezentrale Offline-Verifikation der Zertifikate entwickeln. Und wie auch schon vorher angesprochen, wird das System eben auch Open Source entwickelt, ganz im Gegensatz zu Österreich, die eben eine zentrale Speicherung vorsieht und eine Verifikation dass die Daten auf dem Server von der Verwaltung liegen, anstatt auf den Endgeräten der Userinnen selbst. Sprich, ist datenschutzrechtlich besser ausgestaltet, dieses EU-Zertifikat, als die Version, die in Österreich momentan geplant ist. Frau Spurny, dann sage ich vielen Dank für diese Einladung und für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.